Ihr habt auch Bock, mit der Erdmanipulation zu kämpfen wie ein Jäger und den Gegnern quasi eine Kinnhake von unten zu verpassen? Oder einfach ein Gewitter mit dem Blitzschutzhelm, mit dem ihr euch ordentlich von einem Blitzschlag treffen lassen könnt, ohne Schaden zu nehmen? Beides findet ihr im Versteck der Jäger. Was ihr dafür tun müsst und wie ihr da reinkommt, erfahrt ihr im heutigen Video. Wenn wir uns zum Versteck der Jäger begeben, treffen wir dort auch noch einen Typen, der vor dem Tor wartet, aber nicht reingelassen wird, weil er erst die Rüstung finden muss. Dazu muss man die drei Verstecke der Jäger finden. Er gibt uns hier schon mal den Tipp, dass das erste wahrscheinlich in Akala zu finden ist. Am Akala-Institut, da gehen wir da mal hin. Hier beim Akala-Institut angekommen, sehen wir schon direkt, die haben es hier eingenommen. Erkennen uns natürlich als den Feind und wollen uns direkt angreifen. Ja, da kommen nur zwei Stück. Holt euch einfach gute Waffen und dann macht ihr die, so wie es euch beliebt, einfach fertig. Der hier ist schon mal weg. Genau. Der hat auch nicht mehr viel. Vielleicht schaffen wir es nochmal auszuweichen oder wir machen ihn einfach fertig, bevor er überhaupt irgendwas machen kann. Die Rubine und die Bananen auf jeden Fall mitholen. Auch wenn sie hier ungünstig an der Türschwelle liegen. Und dann haben wir hier den Schneidermeister Kord. Er sollte wohl den Anzug für die Jäger schneidern. Aber als Dank, dass wir ihn befreit haben, schenkt er uns einfach den Jägeranzug. Hier finden wir auch den Prototyp des Teleport-Medaillons. Für das nachher freizuschalten, braucht ihr das auf jeden Fall. Wenn ihr schon mal hier seid, holt es doch am besten gerade mit. Und wir können uns aufmachen zum nächsten Versteck, das etwas mehr westlich liegt, nämlich hier im Juglano-Berg drin. Der Stützpunkt befindet sich dann hier im Berg, in dieser Höhle. Die erkennt man auch schon von Weitem, weil hier überall diese Jäger-Statuen mit Symbolen sind. Und wenn wir reingehen, Jägerstützpunkt von Varita, treffen wir dann wieder auf zwei Jäger. Die wollen immer wachsam sein. Nicht, dass wir uns da noch vorbeischleichen. Ja, hier ein bisschen mit Vorsicht kämpfen. Wenn ihr genug Schaden macht, kein Problem, aber... Die können schon ein bisschen gemein sein, das stimmt schon. Nicht zu aggressiv. Das hier immer schön nutzen für die Zeitlupe. Ah, die machen sich immer. Die machen sich beide rar, das gibt's doch gar nicht. Ich würde ja gern treffen, so, jetzt komm. Muss man die doch mal ein bisschen tricksen, damit man hier überhaupt. Unglaublich. Seid ihr Darkwing Duck oder Batman oder was? Ja. Jetzt ist es auch schon vorbei mit der Abhauerei. Ist ja echt unglaublich hier, dass die sich an den Tag gelegt haben. So. Ja, alles hier dann natürlich einsammeln und der Geheimraum, mehr oder weniger geheim, ist dann hier oben. Da müssen wir hin. Mit ihr reden. Die Alisa sucht ihren Helden, ihren Märchenprinzen und freut sich, dass wir sie gerettet haben und wir sind ihr Held und erhalten von ihr dann die Jägerhose. Ja, hier könnt ihr noch ein paar Sachen plündern, hier in den Seitenräumen. Es gibt auch noch ein Maiosignum und da machen wir es auf dem Weg zur dritten und letzten Jägerstation. Die befindet sich auf dem vergessenen Plateau. Da wohl früher die Hütte des alten Mannes war, ist jetzt eine Jägerbar und da wollen wir jetzt mal hin. Hier auf dem vergessenen Plateau angekommen, gehen wir zur Hütte des alten Mannes, beziehungsweise früher war es die Hütte des alten Mannes. Könnt ihr hier an der Stelle einfach drüber springen mit dem Paraglider. Ich habe schon Leute gesehen, die bauen sich hier ewig und drei Tage mit Baumstämmen. Eine Brücke hier drüber, das müsst ihr nicht. Ihr könnt hier einfach drüber springen und euch so mit wertvolle Lebenszeit sparen. So, die gehen zum Angriff über, mal wieder. Ey, 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 das war aber knapp. Wie gesagt, guckt, dass ihr die hier mit euren besten Waffen... fertig macht, wie immer.
genau, müsst ihr aufpassen, sonst passiert sowas. Am besten immer ein bisschen vorsichtiger spielen, gut ausweichen. Nicht, dass die Jäger hier wirklich noch ernsthafte Gegner wären. So, die Sachen könnt ihr dann alle einsammeln. Und hier drin befindet sich auch schon unser nächstes Schneiderlein. Der Parcel. Und der übergibt uns dann die Jägermaske. Entsprechend eingekleidet gehen wir dann so zurück zum Versteck der Jäger. Wo wir dann auch nur kurz beäugt werden und dann gesagt wird, ja, in Ordnung. Wir können rein. Okay. So, wir müssen dann ganz nach hinten durchlaufen. Hier seht ihr noch so Typen, die bestimmte Konstrukte bauen, ausprobieren. Die könnt ihr euch auch gegen Geld kaufen. Dann liefern die die euch vor die Tür. Ihr könnt die leider nicht einzeln auseinandernehmen. Hier oben gibt es noch eine Banane. Und ja, hinten der Geheimraum existiert übrigens immer noch. Leider nicht mehr ganz so spektakulär wie vorher. Wo es richtig fett Rubine gab. Jetzt findet man hier lediglich ein Zenshin Langschwert, mit dem man Druckwellen machen kann, so wie die etwas größeren, gut gebauteren Jäger. Aber wenn wir gerade hier sind, können wir das schon mal benutzen, um hier hochzukommen. Wenn ich dann die Leiter treffe. Denn hier oben wartet wohl ein Meister. Und da können wir uns den Blitzschutzhelm auch verdienen. Fragt euch, bevor ihr hier anfangt, startet euch entsprechend aus. Ihr wollt so schnell so viele Jäger wie möglich töten bei diesem Test. Und das geht am besten, indem ihr entsprechend Schaden macht. Wir müssen jedes Mal 100 bezahlen. Der erste Trainingsversuch ist kostenlos. Und insgesamt brauchen wir mindestens 200 Rubine, wenn wir es schaffen sollten, weil wir noch zwei weitere Versuche brauchen. So, mit einem neuen Bogen ist es natürlich relativ einfach. Genau, da sind wir schnell fertig. Einfach rumdrehen, schießen, rumdrehen, schießen. Hier kriegen wir schon mal den Jägerstoff für das Parasegel. Und dann gehen wir einfach in die nächste Runde für 100 Rubine. Dieses Mal müssen wir 6 Jäger besiegen innerhalb einer Minute. Und hier auch wieder souverän. Schießen. Lassen uns vielleicht auch mal verprügeln. Ja, das hier geht ja noch. Nachher muss man schon ein bisschen schneller sein, aber innerhalb von einer Minute so ein paar Leute Jäger fertig machen. Das sollte hier jeder hinbekommen. Ihr seht, selbst wenn ich mich nicht beeile. Es kommen ja auch zum Glück immer wieder welche nach. So, dann haben wir hier schon die Erdmanipulation. Wirklich coole Fähigkeit auf jeden Fall. Ihr solltet euch zwischendurch nochmal heilen. Und dann könnt ihr euch auch schon an die Prüfung für den Blitzschutzhelm machen. Nun müssen wir noch 9 Jäger innerhalb einer Minute besiegen. Bewegt euch am besten immer ein bisschen damit, wenn hier jemand euch auf euch drauf portet, dass der euch nicht erwischt. Genau, wenn ihr stehen bleibt, passiert das natürlich relativ schnell und das war's auch schon. Ihr könnt das jetzt nochmal machen, um einen neuen Rekord aufzustellen, aber ihr kriegt da jetzt nicht wirklich mehr davon. Blitzschutzhelm, kein Blitzschaden auf jeden Fall. Cooles Ding. Ihr könnt euch hier noch ein bisschen umsehen. Hier im Hinterraum gibt es auch noch ein bisschen was zu holen. Ein bisschen mit Liga zu quatschen ist eigentlich ganz lustig. Vorne am Eingang könnt ihr Sachen kaufen. Hier könnt ihr dann auch durch den Hintereingang raus. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Fähigkeit und dem Blitzschutzhelm. Haut rein, Leute, und bis zum nächsten Mal. Ciao.